Hallo Leute, ich bin's, die Lu, und ich dachte mir, wir glühen heute mal zusammen vor. Ich habe nämlich mir vorgenommen, jetzt endlich mal meinen 32 Jahre alten Lafroig aufzumachen. Ich muss euch enttäuschen, in diesem Video verkoste ich ihn noch nicht, denn ich dachte mir, so als Starter-Whisky an einem Abend ist das vielleicht ein kleines bisschen mutig, also sollten wir vorher einen kleinen Drum zusammen trinken. Und das kann ich ja auch gleich mit filmen. Und wenn es um einen 32 Jahre alten Whisky geht, wofür habe ich mich da entschieden? Für den Benriach 25 Authenticus. Ja, warum nicht einen 32 Jahre alten Whisky mit einem 25 Jahre alten Whisky einläuten? Gleich vorneweg. Der Whisky so ist leider nicht mehr kaufbar, wird aktuell nicht hergestellt von der Brennerei. Hält das? Ja, es hält. Und ich muss auch sagen, ich habe das Sample schon sehr lange bei mir im Schrank stehen. Ich habe das von den Malt Mariners bekommen. Vielen Dank, Jungs. Ich bin sehr gespannt, was dieser Whisky für mich bereithält. So, ich immer rein. Ich hoffe auch, dass er noch gut ist. Mir ist letztens tatsächlich mal ein Sample gekippt, weil es zu lange offen da stand, aber das hier war noch schön zugeklebt mit dem Filter. Ich hoffe, dass da jetzt nichts weiter passiert ist. So, hat, gut, vielleicht erstmal zur Brennerei, bevor wir gleich mit dem Whisky loslegen. Benriach liegt in der Speyside und ist 1898, glaube ich, gegründet worden, liegt bei Elgin, also wirklich im Zentrum dessen, wo alle Whisky-Distillerien sind. Wurde, glaube ich, von John Duff gegründet. Da bin ich mir jetzt nicht mal sicher, ob das der von Glenfiddich ist. Egal. Ist eine Speyside Distillery, hat kurzzeitlich zu Glenlivet gehört, hat da relativ unregelmäßig produziert, gehört jetzt drei sehr, sehr engagierten Jungs und hat zwei Wash Stills, zwei Spirit Stills. Ist relativ klein, glaube ich. Da will ich jetzt nichts Falsches sagen. Bezieht das Wasser aus der Region. Und was ich sehr interessant fand, Benriach hatte ich tatsächlich im Kopf als Speyside, also anbietet milden Whisky. Dieser 25 Jahre alte Authenticus ist allerdings mit Peated Malt gemacht, was für die Speyside ja relativ ungewöhnlich ist. Immer noch, würde ich jetzt mal so sagen. Den gibt es tatsächlich als 21-Jährigen, glaube ich, aktuell im Sortiment. Also 25-jährige Edition gibt es nicht mehr. Liegt vermutlich daran, dass es momentan dezent schwer ist, an Fässer ranzukommen und Lagerbestände auch dezent aufgebraucht sind. Und das Problem haben wir ja bei allen Brennereien momentan, dass die Whiskys immer, immer jünger werden. Umso schöner ist es, dass ich hier den 25 Jahre alten im Glas habe. Er ist nicht gefärbt, er ist nicht kühl gefiltert und er hat eine super, super geile Farbe. Das ist ein wirklich tiefes Bernstein, sehr dunkel und 46% hatte. Kann man bei 25 Jahren durchaus also auch annehmen, dass er nur leicht verdünnt wurde. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh. Oh ja. Oh. Und was ich an diesen älteren Whiskys so sehr liebe, ist, ich habe die Nase reingehalten und es war sofort dieses Warehouse-Feeling. Also jeder, der in Schottland schon mal in so einem Warehouse stand, kennt das vielleicht. Dieser Geruch von Holz, von dem Whisky an sich und dann in diesem dunklen historischen Kellergewölbe und dann kommt der Stein dazu und oh, es riecht einfach wirklich wie der Angel's Share im Warehouse. Und ich finde das immer so toll bei den Führungen. Hat man ganz oft ja auch Guides, die das sehr, sehr gut machen und die dann auch, wenn man in diesem Warehouse stehen, dieses Gefühl vermitteln, als würde man in einer heiligen Stätte stehen. Und so dieses Gänsehautgefühl hatte ich tatsächlich, so, wenn man einfach wirklich super beeindruckt ist von einem Ort und von der Atmosphäre an einem Ort, das hatte ich tatsächlich ähnlich damals im
Petersdom, als ich den das erste Mal gesehen habe. Also ich bin tatsächlich nicht religiös, aber das fand ich einfach ein sehr beeindruckendes Gebäude und die Atmosphäre da drin war einfach sehr, naja, sie war höher als woanders. Sie war einfach sehr besonders und das gleiche Gefühl hatte ich tatsächlich auch in den Warehouses, in denen ich bisher war. Wow, habe ich gerade echt den Petersdom mit einem Warehouse verglichen. Also es ist ein super, super tolles Gefühl, in so einem Warehouse zu stehen. Deswegen finde ich es auch super schade, dass es inzwischen so viele Brennereien gibt, die das zumachen, wo du quasi in so einen kleinen verglasten Raum kommst und durch die Glasscheibe da nur reingucken kannst. Das finde ich super schade, weil dieser Geruch und diese Atmosphäre und diese Ruhe da drin, man fängt auch automatisch an zu flüstern. Das ist so unglaublich spannend und toll und ja, ihr merkt, Warehouse ist so der Ort, an dem ich gerne leben würde. So. Dafür würde ich auch auf Sonnenlicht verzichten. Ich wäre, glaube ich, gerne ein Whisky in einem Fass. Ja, und der riecht voll danach. Superschön. Hat eine sehr salzige Note tatsächlich, sehr maritim. Weniger torfig, so ganz kleines bisschen vielleicht, wie so ein salziger Laphroaig oder ein leicht getorfter Talisker nur, war so mein erster Gedanke. Und ansonsten hatte ich Benriach bisher wirklich gar nicht auf dem Schirm. Also ist, glaube ich, auch der erste, den ich davon trinke. Es ist halt immer so schwierig, wenn man zum einen Peat-Fan ist, dann guckt man bei der Speyside schon gar nicht so richtig. Und in der Speyside gibt es auch einfach so, so viele Sachen. Allgemein gibt es ja so viele Scotch-Whiskys. Und mir persönlich fehlen total die Messen, weil ich habe immer diesen Grundsatz gehabt, wenn ich auf eine Messe gehe, ich trinke auf einer Messe keinen Whisky, den ich schon mal getrunken habe. Ich probiere nur neue Sachen aus und da war man 2-3 Mal im Jahr auf einer Messe, ne? Hier in der Region gibt es nicht ganz so viele und das war einfach so, wo man dann halt eine bestimmte Menge an neuen Whiskys im Jahr probiert hat. Und das geht jetzt ja gerade leider nicht. Ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr dann wieder losgeht mit den Messen oder im Herbst schon. Das wäre natürlich grandios. Und dann kommt man nochmal wieder dazu, neue Sachen zu probieren. Weil momentan ist es so, das, was hier steht, das wird getrunken. Und das sollte auch erstmal leer getrunken werden, bevor neue Sachen dazukommen. Und ja, ich bin kein Fan davon, mir einfach so eine Flasche zu kaufen, ohne sie vorher probiert zu haben und ohne zu wissen, ob es schmeckt. Aber ich glaube, der wird gut schmecken. Er riecht zumindest sehr, sehr gut. Ich überlege, ob ich außer dem Salz, was wirklich sehr bissig ist, aber finde ich in der Nase, also er ist sehr heftig vom Geruch her, ne? Also oft hat man, dass das relativ mild ist, aber der ist wirklich, wirklich heavy shit. Oh. Habe ich irgendeine fruchtige Note? Ich habe so ein bisschen Holz. Manchmal neigt man, oder ich neige dazu, dann, wenn ich sowas Holziges habe, auch sowas Traubiges, Rotweiniges oder Sherry-mäßiges zu riechen. Einfach weil ich Holz und Fässer damit verknüpfe. Oh, irgendwas ist da, aber so richtig süß ist es nicht. Eher so Salted Caramel-mäßig. Also schon süß. Karamell ist ja der Inbegriff von Zucker. Aber eben süß, ohne süß zu sein. So wie zum Beispiel Kakao ist halt. Also richtiger Kakao ist meiner Meinung nach nicht süß. Und sowas habe ich hier auch. Also nicht Kakao, aber so dieses süß, ohne süß zu sein. Ich bin sehr gespannt. Slange.
Boah, krass. Das ist ja richtig rauchig, du. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, geil. Och Mann, warum werden die ganzen tollen und leckeren Whiskys nicht mehr hergestellt? Das ist jetzt ärgerlich. Jetzt muss ich den 21-Jährigen probieren, ob der genauso gut schmeckt, und dann muss ich mir davon eine Flasche hinstellen. Boah, ja, also ich war so ein bisschen, ja, da riecht ja jetzt nicht ganz so rauchig, na mal gucken, was da kommt. Und er war im Mund und er war so kurz so innehaltend und dann kam der ganze Rauch und das war so, also ich denke, du bist aus der Space halt, ne? Und boah, geil, krass. Zwischendrin hatte ich kurz Alge, Meer und dann hatte ich wieder nur Rauch. Boah. Jetzt hatte ich gerade in der Nase. Oh ja, was ganz Saures. So richtig nicht, also wie so eine super saure Zitrone. Eine nicht fruchtige, super saure Zitrone. So dieses Stumpfe, was durch die Säure kommt in der Nase. Ich hoffe, das ist logisch. Oder wenn man an Backpulver riecht, das ist auch manchmal dann so ein stumpfes Gefühl in der Nase. Fragt euch bestimmt, was ich den ganzen Tag zu Hause mache. An den Zitronen riechen, am Backpulver riechen. Krass. Also der ist echt so ganz vorne, ganz am Anfang, sehr leicht, sehr fruchtig, so dieses, ja, hallo, ich bin ein Speyside Whisky. Und dann auch sowas, ja, aber so helle Früchte, Zitrusfrüchte, irgendwie sowas, vielleicht auch eine Ananas oder so, ich bin mir nicht sicher. Und dann kommt so, keine Ahnung, als würde man so einen vollgerauchten Raum die Tür aufmachen und dann kommt der ganze Rauch so und überrollt dich und der ist überall gleichzeitig und der kippt nicht ab, der ist einfach erst da. Und dann kommen diese sehr super salzige Maritim, Seetang, was auch immer, Note, die so ganz kurz irritiert, so, was ist das? Und dann hast du so hinten raus dann, im hinten raus, hinten raus hast du dann so wieder so den Rauch und er klingt dann ab. Und jetzt im Mund habe ich so leicht getoastetes Holz. So ein bisschen angekokelt, ne? Nicht doll, aromatisch toll, ganz nett. Und so dieses. Wieder so mein Cherry-Rotwein-Holzfass in der Richtung. Boah. Geil. Ihr merkt, ich bin super begeistert und beeindruckt. Also er ist wirklich so heftig aromatisch, so krass und schwer und deutlich in seinem Charakter. Das ist wirklich, wirklich krass. Also wenn er die Chance darauf kriegt, so einen 25 Jahre alten zu probieren, ja, macht das. Kann ich nur empfehlen. Wenn ihr eine Flasche da habt, herzlichen Glückwunsch, würde ich sagen. Ich habe vorhin mal kurz nach dem Preis gegoogelt. 190 bis 250 € so in der Dreh herum. Ist, sage ich mal, für das Alter und dafür, dass er nicht mehr hergestellt wird, ein okayer Preis. Ich muss jetzt mal wieder ein bisschen runterkommen, ne? ja. Ist vom Preis her verständlich, wie der zustande kommt, sage ich mal so. Klar wäre es geil, wenn es den für ein 20 geben würde, aber ganz ehrlich, das ist absolut unrealistisch. Und ich bin gespannt, ob der 21-Jährige genauso ist. Es kann natürlich sein, dass der durch das geringere Alter
Weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr verdünnt haben, will ich jetzt keineswegs behaupten, ne? Könnte ich mir nur vorstellen, dass der ein bisschen seichter und leichter in seinem Charakter daherkommt. Aber für die Fans des krass intensiven Geschmackes kann ich den wirklich nur empfehlen. Es ist wirklich Boom! Einfach eine Explosion von Geschmäckern in meinem Mund. Und es ist einfach geil. Ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Und ich habe das Gefühl, dass ich schon relativ häufig bei Riach irgendwo im Regal gesehen habe und immer halt so, ah ja, dran vorbei, Space halt. Aber jetzt, nachdem, werde ich mir so durchaus schon mal überlegen, so was anderes aus dem Angebot, dem Repertoire, was es so an Standards gibt. Das werde ich euch hier einmal einblenden. Da kann man schon überlegen, ob man da mal das ein oder andere auch probiert. Krass. Also, geiler Whisky fürs Vorglühen, würde ich sagen, ne? Was gibt man da für Punkte? Also, da er nicht mehr zu kaufen ist, lasse ich jetzt Preis-Leistungs-Verhältnis mal außen vor, weil das verzerrt natürlich auch den Preis extrem. Eine nicht vorhandene Verfügbarkeit. Deswegen. Ich muss noch mal ganz kurz für die Punktefindung. So hinten, dass dieses Algen, was auch immer, das irritiert mich total. Punkte. 8 von 10? Ja, 8 von 10 Punkten. Ich habe lange nicht mehr so viele Punkte vergeben, sonst bin ich mehr so bei 6 oder 7 Punkten. Ich bin kritischer geworden. Aber der hat auf jeden Fall 8 Punkte verdient. Wenn er verfügbar wäre, hätte er wahrscheinlich sogar 9 bekommen und einen Platz im Regal hinter mir. Aber so wird das natürlich ein bisschen schwierig. 8 Punkte, super geiler Whisky. Und ja, ich mache mich jetzt an das nächste Video. Das wird nämlich der 32 Jahre alte Laphroaig. Ich bin schon ein wenig aufgeregt. Und ja, wir sehen uns dann in, ich denke mal, 2 Wochen, wenn das nächste Video kommt. Und bis dahin, Slanted!